Wie geht es weiter im Fall Puigdemont nach dessen Verhaftung auf Sardinien? Der weitere juristische Weg liegt in den Händen der italienischen Justiz. Darf der frühere katalanische Regierungschef an Spanien ausgeliefert werden? Die Lage sei komplex, meint ein von Euronews befragter Richter in Spanien. Wenn es nur um die bilateralen Beziehungen zwischen Spanien und Italien ginge, gäbe es im Prinzip keine allzu großen Probleme mit der Verhaftung. Denn die Schwierigkeiten, die damals bei der Verhaftung in Deutschland auftraten, hingen mit der Anklage auf Rebellion zusammen. Aber inzwischen ist der europäische Haftbefehl korrigiert worden und wir sprechen nur noch von Aufruhr. Nichtsdestotrotz ist Herr Puigdemont auch Mitglied des Europäischen Parlaments. Es stimmt zwar, dass seine Immunität aufgehoben wurde, aber das Problem wird kompliziert, sobald sich der Europäische Gerichtshof dazu äußern muss, ob der europäische Haftbefehl ausgesetzt wurde oder nicht. Puigdemonts Anwälte wollten zunächst in Italien rechtlich gegen die Verhaftung vorgehen, bereiteten aber zeitgleich einen Eilantrag auf Wiederherstellung der parlamentarischen Immunität beim EuGH vor.